Moin Leute, es ist soweit, wir haben die 2000 Abonnenten erreicht, dafür möchte ich mich erstmal ganz recht herzlich bedanken. Ich habe jetzt meinen Kanal ungefähr seit einem Jahr aktiv und das hätte ich gar nicht gedacht, dass wir in dem Jahr schon 2000 Abonnenten erreichen. Da möchte ich mich nochmal ganz recht herzlich dafür bei euch bedanken. Und als 2000 Abonnenten Special habe ich mir jetzt überlegt, da das viele gefragt haben, dass ich mal einen Hofrundgang mache. Da fange ich mit euch mal am Kuhstall an. Zu sehen ist eigentlich, ursprünglich war der Stall alles mal so, wie es jetzt auf der Seite ist, wo die Milchkühe stehen. Aber da wir uns jetzt entschieden haben, aus der Milchproduktion auszusteigen, haben wir jetzt erstmal provisorisch die Seite hier umgebaut. Und das sind jetzt schon unsere Mutterkühe sozusagen. Wir haben ja schon seit vielen Jahren, wenn wir schon fleckvieh Milch einkreuzen. Und aus dem Grund haben wir schon sozusagen die Richtung für die Mutterkühe passend sind da sozusagen. Und da haben wir jetzt eben ein paar Kühe gelassen, wie mit den Kälber dabei sind. Und das ist jetzt vor 4 Tagen geboren, das Kalb. Und die Dame muss jetzt die nächsten Tage noch kalben. Das haben wir erstmal extra jetzt gemacht. Ja, das ist jetzt so provisorisch erstmal. Die Seite wird auch noch provisorisch erstmal so umgebaut und dann, wenn wir das mal alles in eben Abkalberhythmus haben werden, wird das dann umgebaut wahrscheinlich, dass der Futtergang wegkommt auf der Stelle, dass das eine große Fläche wird und da wird dann rüber an die Seite hier gelegt, der Futtergang, dass das eh großer Laufstall wird. Aber momentan befinden wir uns noch in der Umstellungsphase und aus dem Grund bleibt das jetzt erstmal provisorisch so. Genau, müssten tun wir jetzt die Kühe tun wir jeden Tag misten, früh und abends die Milchkühe. Das tun wir, hier steht unser Schäferlader, 217er, damit das rausfahren. Den müssten wir bloß so runter machen, den Mist hier, und schieben den auf den Gang zusammen und fahren ihn dann raus. Und die Damen tun wir hier alle 2 Wochen ungefähr, werden die gemistet jetzt momentan. So ist er, dass wir immer hinkommen mit dem Mist. Und das machen wir aber, wenn die drinnen sind, wenn das geht. Ja, zum Schäferlader nochmal, da haben wir 97 gekauft, neu, hat jetzt fast 5000 Stunden runter, wurde bei 3000 Stunden kam ein Austauschmotor rein, weil der Motor defekt war. Seitdem läuft er eigentlich, sieht nicht mehr besonders neu aus, aber man darf halt nicht vergessen, der läuft da immer im Mist. So, jetzt befinden wir uns im Milchhaus hier bei uns, sozusagen von unten kommt die Milchleitung hoch, die geht hier an der Wand lang. Und jetzt geht momentan die Leitung an den Reinigungsautomaten und die wird dann dort abgeschraubt. Dann kommt dann hier in die Milchtanks rein und dort hängt der Milchkühler dort hinten. Und jetzt produzieren wir zurzeit noch ca. 200 Liter Milch am Tag. In guten Zeiten haben wir 600 Liter Milch gehabt. Aber dadurch, dass wir schon die Milchproduktion runtergefahren haben, ist es jetzt nicht mehr ganz so viel. So, dann gehe ich euch nochmal unten die Milchpumpe zeigen und so. So, das ist jetzt so, das ist die Milchpumpe. Die Leitung, was habe ich vorhin jetzt noch vergessen zu sagen, da geht hier die Leitung lang, die ist jetzt momentan hochgeklappt so. Die wird dann beim Melken runter gemacht. Das wird hier kurz zwischengesammelt und dann geht das über die Pumpe in der Leitung, geht die hier dann hoch und dann ins Milchhaus rüber, dort rein. Das Milchhaus. Das ist so das zur Milchproduktion erstmal und so die Kühe zu die. Dann geben wir gleich mal noch. Hier haben wir unsere Strohrolle stehen immer, damit wir mit der Hand alles noch einstreuen. Das ist für die Jungrinder hier der Stall, was unser ehemaliger Kuhstall war. Das sind jetzt auch die zukünftigen Mutterkühe bei uns. Die sind auch noch alle angebunden hier. Das soll aber auch nochmal umgebaut werden, der Stall, als Laufstall. So. Hier haben wir noch eine Kälberbox. Das ist unsere Kälberbox für die Kälber, die neugeboren sind. War es jetzt immer so, die bis zum halben Jahr durften die frei rumlaufen, dann haben wir die erst angebunden. Ja, das ist jetzt ja alles, was über ein halbes Jahr ist. Kleine Kälber haben wir jetzt keine, dadurch, dass die alle bei der Kuh geblieben sind dran. Das ist das. Dann haben wir hier auch noch ein paar Schweine zum Schlachten, zum Wurstmachen. Die Storock-Terrasse. Die sind auch noch neugierig. Ja,
Ja, das ist so das erstmal zum Kuhstall hier und zu den Schweinen. So, jetzt sind wir hier bei den Ziegenböcken angelangt. Das sind jetzt meine zwei Jungböcke. Die sind vom letzten Jahr. Und dann habe ich hier einen noch meinen großen Zuchtbock. Der ist 2 Jahre alt jetzt. Aber dadurch, dass der Hörner hat, muss der Junge leider angebunden werden. Da er sonst meine zwei Jungs hier, die kleinen, ohne Hörner rammeln würde, da hat er hier den Platz gekriegt. Ja, ja, ist gut. Ja, das ist zu den Ziegenböcken und jetzt geht es weiter, da gleich mal bei den Ziegen noch. So, das ist jetzt mein Richter-Ziegenstall. Hier sind meine ganzen Mutterziegen drin und Jungziegen von letztes Jahr sind auch dabei. Zum Beispiel dort drauf liegt es in der Jungziege. Sieht man eigentlich daran, die Gehhalsband haben jetzt, die sind noch Jungziegen und die anderen sind alles große Mutterziegen. Hier habe ich noch einen Wassertank. Da geht von hier aus dann sozusagen hier die Leitung lang in die Tränken rein. Den fülle ich immer mit dem Wasserschlauch, weil das zu kompliziert gewesen wäre, hier Wasser reinzulegen in den Stall. Dann haben wir das so gelöst mit Fressgitter aus Federn, habe ich mir selber gebaut. Futtergang dazu eben. Und die Plattform, wo die Ziege drauf liegt, das habe ich aus dem Grund reingemacht. Das ist sozusagen ein bisschen dient zur Herdenberuhigung. Aus dem Grund, weil ich immer Probleme hatte, die Ziegen mit den Hörnern tun die immer gerne mal, wenn die hier eben Rangkämpfe austragen oder so, wird da gerne mal hinten ins Euter gerammelt. Da habe ich immer Probleme gehabt mit der Euterverletzung. Und da habe ich jetzt die zwei Plattformen hier reingemacht. Da kann ich die Ziegen drunter legen, drauflegen und dann kann ich auch ein bisschen aus dem Weg gehen. Und das hat viel gebraucht. Seitdem ist die Verletzungsquote fast gegen null, muss ich sagen. Also es kommt immer mal vor noch eventuell, aber es ist ganz selten, dass mal was passiert noch. Das hat eigentlich seinen Zweck gut erfüllt. Und hier in der Ecke habe ich jetzt noch sozusagen einen Lämmerschlupf. Dort, wo die Platte jetzt unten dran ist. Das ist jetzt ein Loch dahinter, das habe ich jetzt zugemacht. Da können dann die Lämmer rein, wenn die dann wieder da sind. Die Damen, die lampen jetzt ungefähr Mitte Februar, geht das dann richtig los. Die Ablammung wieder, da werde ich bestimmt auch nochmal ein Video dazu machen für euch. Und da habe ich dort einen Druck drin, dass die extra fressen können. Und jetzt in der Ablammzeit mal nutze ich den Lämmerschlupf gerne dafür, dass die Jungziegen das erste Mal lammen, wenn das gerade klappt, eben, dass das frei ist, dass hier die dort ein, zwei Tage mit ihren Lämmern drin sind, dass sie sich aneinander gut gewöhnen können, die Lämmer gut annehmen. Oder dann eben, wenn mal eine Ziege krank ist oder so, dass ich die ein bisschen extra tun kann, dass die ein bisschen Ruhe hat vor der Herde zum Genesen. Ja, und ich habe hier momentan sind jetzt hier 22 Mutterziegen und 8 Jungziegen in dem Stall. Und hauptsächlich habe ich eben die Rasse Weiße Deutsche Edelziege. Ich habe jetzt hier noch ein paar Kreuzungen dabei, was eben mit Brunner Deutscher Edelziege ist. Deswegen habe ich auch so ein paar gescheckte und so eine hellbraune hier. Das ist dadurch rausgekommen. Das ist das zu den Ziegen erstmal. Das ist jetzt sozusagen unser Hängerplatz hier. In der Mitte steht hier noch der Viehhänger. So ein Fortschrittviehhänger ist das. Das sind jetzt auf 2 von den Getreidehängern, die nehme ich ja im Winter zum, wenn ich mal Mist rausfahre oder so, habt ihr auf dem Video schon gesehen, nehme ich die dafür auch. Deswegen sind die auch noch ein bisschen schmutzig, weil die gebraucht sind, die werden dann vor der Getreideernte wieder gewaschen erst. Und hier habe ich meine Strohhänger stehen. Die zwei, da hole ich immer 8 Rollen pro Hänger drauf, also 16 Rollen hole ich da mal rein von der Strohfeime draußen. Und die werden jetzt auch auf dem Hänger hier zwischengeparkt, dann nehme ich die mir vom Hänger runter, wie ich es brauche. Misthaufen, dann habe ich meine Silorollen hier für die Milchkühe zum Zwischenfüttern, zum Zwischenlagern sind die hier. Und jetzt haben wir hier 4 solche Getreidesilos. So, da sind jeweils 12 Tonnen drin pro Silo, das sind 4 Stück. Das ist ungefähr die Hälfte vom Jahr, was ich einlagere. Den Rest mache ich in Big Bags in die Scheune. So, und dann haben wir hier, steht halt der IH10er und jetzt haben wir hier unser Maschinendach. Ich hoffe, dass ich so grob was zeigen kann. Das ist nämlich restlos zugebaut, alles im Winter. Hier habe ich jetzt noch ein paar neue Bordwände liegen für den HW60. Für den Ende muss ich noch sanieren. Also restaurieren wurde mir belehrt, dass ich das nicht sanieren sagen sollte. Und das kommt auch noch ein Video dazu, habe ich schon in Planung, wenn ich den Hänger mache. Eben die Drillmaschine haben wir hier, dann die Rundballenpresse. Hier hinten stehen dann die zwei Kartoffelkombinen zum Kartoffelernten, die wir haben, und der Schwader steht dort noch mit drin, oder ein Kreiselschwader.
habe ich noch so ein paar Ersatzräder. Leere Big Bags habe ich hier. Hier steht für mein Weidezeug für die Ziegen. Ein Miststreuer. Dann habe ich hier eben meinen Heuwender noch untergestellt. Die Silo-Ballenzange, ein bisschen Vlies. Das sind dann die Sachen, die Wechselräder vom IHC hier. Für das eben, der hat ja da eine Pflegeprüfung drauf, habe ich ja damals mit erzählt. Und dann haben wir ja die anderen Bereifung. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier durchkomme. Haben wir erstmal hier unseren Düngerstreuer noch stehen. Da ist unser Silo-Schutzgitternetz haben wir hier und eine Plane vom Hänger. Dann haben wir, da ist die Düngerstreuer von Bockbeel. Oder ich hoffe, dass ich richtig ausspreche. Dann haben wir halt die Pflanzenschutzspritze. Dann haben wir hier halt den neuen Sporter vom letzten Jahr. Dann das Frontmähwerk. So, und hinten haben wir halt noch ein paar leere Big Bags. Hier steht unser kleines Mähwerk, weil wir fürs Jungvieh jeden Tag Frischfutter reinholen in die Sommer- und Herbstmonate. Und dann haben wir auf dem Mäger noch einen Gebündelpreis für kleine Gebündel machen. Ja, das ist so für ein Maschinendach hier erstmal das. So, dann sind wir jetzt hier in der Heuhalle angekommen. Die ist noch gut, ganz gut gefüllt. Sozusagen, ne? Die haben wir, das war bis vorne hin zur Türe voll, haben wir jetzt schon einiges verfüttert, aber wir haben auch noch einiges da, das ist eben unser Heulager. So, dass ihr das auch gesehen habt. Ja, da tun wir eigentlich unser Heu und das ist sozusagen Heu, was Federschnitt, wir nennen das Krumm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, im Begriff. Das Heu ist für die Jungrinder und was Federschnitt Heu ist, was Krumm ist, das kriegen ja die Milchkühe bei uns mit noch. Das ist so das zum Heulager hier. Und das kriegt man eigentlich, wenn in normalen Jahren, wenn ich eine übermäßig viel Futter produziere, kriege ich ungefähr das Heu hier auch eingelagert, was ich brauche. Das sind so, oh, ich glaube, 300 Rollen, was hier im Ganzen reingeht, müssten hier reinpassen. So, dann ist eben hier noch die Maschinenhalle. Dann haben wir jetzt hier draußen das Heckmähwerk steht noch hier. Ein bisschen Holz, das ist unser Ladewagen von Welger, den wir haben. Damit tun wir jetzt auch das Frischfutter holen. Dann haben wir noch ein paar Wassernäppe für die Weidetiere stehen hier, weil so die jungen Rinder gehen, wenn sie im Sommer auf die Weide. Wiesenwalze habt ihr auch gesehen, der Schwergrupper, mein Mulcher. Dann haben wir hier noch unsere alte Trennmaschine von Saxonia ist die. Die nehmen wir zum Grünland nachsehen, die ist da geblieben. So, hier stehen unsere zwei Flüge noch. So, unser Jauchenfass ist das hier. Und halt Akkuton 105. Und Akkuton 661 habe ich jetzt in der Garage stehen, eingestellt. Und wo die Kartoffeln sind, was ich auch mal gezeigt habe. Und das ist hier unser Feinkupper von Fortschritt, den habt ihr oben im Sehvideo, vorher der Vorder mit unterwegs habt ihr ja gesehen, der ist 5-metrig. Das ist so das Gröbste dazu, jetzt vom Betrieb erstmal das Wichtigste gezeigt. Ja, und alles bis ins Detail habe ich heute nicht gezeigt, das wäre ich aber ohne alles, ich wollte bloß das Grobe mal zeigen. Ich hoffe, dass euch das so gefallen hat, das Wichtigste, das war so das Wichtigste vom Betrieb eigentlich. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.